Aber Zeit anhalten. Noch nie was von gehört. Das ist viel zu weit weg zum Rüberspringen. Ja, okay, ja. Ja, wie toll. Das hat mir aber noch nie jemand früher gesagt, vorher gesagt, oder? Okay, sorry Leute, dass ich mich gerade so blöd angestellt habe, aber... Scheiße! Muss einfach nur ein bisschen besser rumgucken. So. Jetzt einfach auf die andere Seite gehen, aber man hat auch nur gesehen in dem einen Video, dass diese eine, dass dieses eine Ding rausgefahren ist, nicht die beiden. Hopp, komm auf die Seite. There you go. Ich sag's nicht. Entschuldigung. Hopp. Hopp. Ja, welcher normale König oder Prinz oder so baut sowas in seinen Palast ein? Hallo? Ich würde sowas nicht machen, das ist viel zu gefährlich. Naja, aber irgendwie haben die Entwickler in Montreal irgendwie nichts gegen die Entwickler von Montreal, aber die haben irgendwie einen Kälteschaden erlitten. Wer solche Fallen in den Palast einbaut, ist doch krank. Aber trotzdem ein schönes Spiel. Wir kriegen wieder schön viel Power. Dann können wir jetzt öfters auch die Zeit zurückspulen. Ha. Okay, let's do it. Okay, das ist dazu gut und wozu ist das gut? Dann kann ich das drehen. Das ist wieder bestimmt so ein Rätsel mit den Plattformen, die man irgendwie drehen muss. Rätselslösung. Nein, das war jetzt einfach. Okay, was kommt jetzt? Riesige Armee. Ah. Jetzt bewegen sich die Dinge automatisch. Genau, und jetzt muss man nämlich... Das war eine scheiß Idee. Wo ich jetzt mal richtig viel dafür opfern darf. Okay, warten. So eine ganze Runde warten, bis das Teil kommt. Jetzt fährt es alles nochmal ab. Hup. Ob wir wollen hüpfen, 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 hüpfen. Hehe. Ja, ich weiß wie. Aber erstmal muss das Ding zu mir kommen. Hallo? Okay, so. Oh Gott. Nein, hier will ich nicht hin. Oh! Nein! Und ich kann die Zeit nicht zurückspulen. Was für ein Scheißdreck. Bla bla, haben wir schon gesehen. Okay, komm her. Blödes Scheißteil. Würde ich mag mich, du magst mich nicht, Plattform. Okay, jetzt muss ich aufpassen.
Und ja, anhalten. Aufhüpfen. Help. Okay, jetzt hier drauf hüpfen. Nein! Scheiße. Nein! Fuck! Jetzt hier drauf. Das Ding baut sich um. Jetzt wahrscheinlich hier drauf. Vielleicht das Ding umbaut. Ah, geschafft! Ha, ha, yeah, ich bin gut. Ups. Nein! Da waren noch Vasen. Okay. It's the throne room. Malik must be nearby. Okay. Aber hier waren noch ein paar Vasen, die ich kaputt machen will. Aha, war sogar noch was drin. Da geht's lang, aber da hinten waren auch noch ein paar Vasen. Ha, ha, ha. Naja, da kommt man sich auch ein bisschen blöd vor. Wer rollt denn bitte schön Vasen über den Haufen? Also ich zumindest nicht. Hui. Hopp. Hm. Okay. Let's do it. Rup. Nein, da ist nichts. Gut. Ah, komm, hopp, vorbei. Genau, perfekt. So. Loh. Ups, nein. Ich dachte schon, jetzt hätte ich keine Power mehr. Okay, let's do it. Okay, Leute, selten blöd. Okay, so. Springen. Nein! Yeah. Was jetzt? Ja. Gegner? Nein. Oh doch. Holy shit. Okay. That looks like fun. Okay, aber die Art von Typ kennen wir ja schon. Verreckt doch alle. Komm. Shit. Komm. Töppi. Schnell weg hier. Hopp, hopp. Oh, Upgrade. Upgrade. Oh, was ist das denn? Flow Power Upgrade. Hm. Das ist. Ah. Das ist nicht schlecht, das kaufe ich. Apply and Exit. Hopp, hopp. Okay, platt. Das ging einfach. Bumm. Hä? Jetzt stürzt das Ding auf ihn drauf. Eigenpech. Autsch. Ah, neuer Weg frei geworden. Oh, hier sind noch Vasen. Komm.
mehr Vasen? Nein. Gut. Hopp. Hopp. Das ging einfach. Oh, da unten sind ja ganz viele Stacheln. Gar nicht gut. Gar nicht gut. So. Hopp. Wow. Ich bin ja voll daneben. Warum? Und hopp. Darüber. Wie blöd. Oh, ganz viele Messerblätter, die mich zersippeln wollen, zerschnippeln. Ups. Okay, the throne room. Okay. Ja, beim nächsten Checkpoint mache ich erstmal einen Schnitt und mache ein bisschen Pause und tu was anderes. Zum Beispiel rennen dann. Entschuldigung. Weil ein so ein Video geht dann vielleicht 50 Sekunden, hat 3,9 MB. Das ist so viel. Warte mal, nicht 3,9 MB, 3,9 Gigabyte. Okay. Ich weiß, was passiert. Ich habe diesen Kampf schon gesehen. Aber, damit es spannend bleibt für euch, mache ich an dieser Stelle hier einen Schnitt und im nächsten Teil besiegen wir diesen Fettwanz. Wie auch immer der heißt. Werden wir noch rausfinden. Bis dann.